So, ja, heute wurde ich so richtig von der lieben Doro überrumpelt. Sie hat mich gefragt, am Stegreif darüber zu sprechen, wie finde ich einen Partner, wie finde ich einen Mann, wie finde ich eine Frau. Ja, da gäbe es viele Geschichten dazu, aber ich möchte jetzt etwas lesen, was mir neulich jemand zugeschickt hat. Das erste Gebot der Ehe ist Exklusivität. Das erste der 10 Gebote finden wir in 2. Mose 20, 3. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Was sagt Gott in diesem Gebot? Er sagt, dass er eine exklusive Beziehung mit dir haben will. Er will dein Ein und Alles sein. Er gibt sich nicht mit Nebensächlichkeiten zufrieden. Und das ist auch für eine Ehe wichtig. Wir haben eine exklusive Beziehung mit unserem Ehepartner. Und da habe ich eine sehr gute Geschichte dazu. Der Henry Ford wurde anlässlich seiner goldenen Hochzeit nach 50 Jahren Ehe gefragt, was ist Ihr Geheimnis für Ihren Erfolg in der Ehe? Er antwortete, das Geheimnis meiner erfolgreichen Ehe ist dasselbe Geheimnis, das ich auch im Geschäft habe. Ich bleibe immer beim gleichen Modell. Bei der Trauung versprechen sich Mann und Frau ihre Hingabe und Treue, bis der Tod sie scheidet, lebenslang. Es gibt keine Konkurrenz. Ich mache keinen Einkaufsbummel auf der Suche nach einem neuen Modell. Ich will das alte Modell nicht umtauschen. Als Gott den Mann erschuf, sagte er, dass es gut sei, aber dann sagte er, es ist nicht gut, dass er allein ist. Ich werde ihm eine Hilfe schaffen, die zu ihm passt. Und die Bibel sagt, dass Gott eine von Adams Rippen nahm und daraus eine Frau formte, Eva. Gott nahm nicht 4 oder 5 Rippen und sagte, okay, Adam, hier ist Eva und hier ist Luise und hier ist Stephanie und hier ist Manuela. Nein, es war nur eine. Ich habe mich für mein ganzes Leben festgelegt. Ich mache keinen Einkaufsbummel, ich schaue mir nicht einmal die Schaufenster an. Ein Gott, eine Frau. Das hat mir jemand zugeschickt in den letzten Tagen und ich muss sagen, mir gefällt das sehr. Wisst ihr, Gott hat die Bibel begonnen mit einer Ehe und die Bibel endet mit einer Ehe, und zwar Jesus und die Braut. Und das erste Wunder, das Jesus gewirkt hat, war auch bei einer Hochzeit. Also, und ich habe den Herrn einmal gefragt, Herr, wieso hast du das ganze Universum geschaffen? Also bisher hat es dir doch nur mehr oder weniger Probleme verursacht. Und er hat gesagt, um eine Braut für meinen Sohn zu bekommen. Sage ich, wow, das ist aber ein Aufwand. Und so spüre ich ganz stark, dass wir vor dem großen Hochzeitsfest stehen, wo Jesus seine Braut holen wird. Und ich weiß zum Beispiel, jeder Mensch sehnt sich ausschließlich zu einem Gegenüber zu gehören, also einem Mann zu einer Frau, eine Frau zu einem Mann. Denn Gott hat uns als Mann und Frau erschaffen. Und da möchte ich gern mit unserem Präsidenten in Uganda mich eins machen. Der hat gesagt, Gott hat uns als Mann und Frau erschaffen, das hat bestens funktioniert. Und der westliche, restliche Mist ist nicht afrikanisch. Ihr Lieben, das ganze Land war vereint. Also ich glaube auch, dass Gott Mann und Frau erschaffen hat, um sie zu einer Einheit zu schaffen, zusammenzuschweißen, die sonst auf keiner anderen Ebene so möglich ist. Und ich war mit 19, ich persönlich war mit 19 bei einer Hochzeit und da habe ich mir gedacht, ob das wohl gut geht. Die zwei waren so verschieden und man spürte nicht diesen Flair der Liebe in der Atmosphäre. Und dann habe ich leichtsinnig etwas gesagt. Ich sage, Herr, ich bin bereit zu warten. Ich will nie heiraten, nur um verheiratet zu sein. Ich möchte auf den Richtigen warten, bis ich 50 bin. Wie ich das hörte, denke ich mir, was habe ich denn da gebetet? Bis 50, das ist ja unwahrscheinlich lang. Mit 30 habe ich das schon sehr bereut. Aber Gott hat das nicht bereut. Wisst ihr, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Und er möchte auch nicht, dass der Ehepartner für dich zum Götzen wird. Und da hat er mich gefragt,
wenn nur irgendjemand im Raum war, der ein potenzieller Partner hätte sein können, hat er mich gefragt, wieso willst du jetzt heiraten? Ja, einmal habe ich gesagt, ja, ich möchte einen neuen Namen haben. Sagt er, habe ich dir schon gegeben. Du warst eine Sünderin, jetzt bist du eine Heilige. Aha. Nächste Mal, warum willst du jetzt heiraten? Sag ich, ja, ich möchte einen besten Freund. Sagt der Herr, besser mit mich kriegst du nicht. Okay, dann das nächste Mal, warum willst du jetzt heiraten? Ja, ich will jemanden, der sich um mich sorgt, der mich versorgt. Sagt er, Maria, ich werde alle deine Bedürfnisse gemäß meines Reichtums in Herrlichkeit, werde ich dem begegnen. Alles, was ich gesagt habe, hat er mir gezeigt, er ist dieser Bräutigam. Und wie ich dann so circa 40, 45 war, habe ich erkannt, ich brauche keinen Mann mehr, um eine Identität für mich zu bekommen. Wenn Gott mir einen Mann schenkt, dann wird es der beste Bonus, den ich je bekommen habe. Und da war so eine richtige Sicherheit, Jesus ist mein Alles. Und meine Freunde, die mich beobachtet haben, haben gesagt, also weißt du, wie der Herr Jesus dich verwöhnt, da kann kein Mann mithalten. Sag ich, dann bleibe ich ledig. Aber wisst ihr, wir sollen ja nicht ungleich gejocht sein. Wir sollen ja als Gläubiger, sollen wir nur einen Gläubigen heiraten. Und in dem lebt Jesus und der weiß schon, was du brauchst. Nachdem er einige Lektionen durchgemacht hat, ja. Und dann habe ich mit 47 hat Gott den Mann gebracht, den er auserwählt hat für mich. Und es war sehr interessant. Ja, ihr könnt meine Lebensgeschichte lesen. Gott, da steht drin, Gott spielt keine Rolle in meinem Leben. Er ist der Regisseur. Ich persönlich glaube, dass Gott eine Person für dich geschaffen hat, die genau für dich passt. Und dass wir warten sollen, bis Gott, dass einfach Gott uns zuerst einmal diese Fülle gibt in Jesus Christus und dann sind wir erst fähig, für jemanden anderen ein echter Partner zu sein. Denn wisst ihr, so viele Leute sagen, ich liebe dich, aber was sie wirklich sagen, ich fordere jetzt von dir, dass du mich glücklich machst, das geht in die Hose. Das ist nicht Liebe, das ist Manipulation. Und ich bin so dankbar, dass ich gewartet habe auf Gott. Und wisst ihr, er hat mir schon geholfen. Jedes Mal, wenn wieder ein potenzieller Partner im Raum war oder in meinem Leben, der wusste ja noch gar nichts von meinen Gedanken, hatte ich den gleichen Traum. Und zwar bin ich immer eine Wendeltreppe hinuntergegangen und plötzlich im Schlaf, plötzlich war keine Treppe mehr und ich fiel in das Dunkel. Und bin jedes Mal schreiend aufgewacht. Und dann wusste ich immer, das ist nicht von Gott. Dann muss ich noch dazu sagen, mit 45 hat ein Amerikaner um meine Hand angehalten. Und dann habe ich gesagt, du, ich kriege keine Freiheit. Dann hat er gesagt, du weißt schon, ich bin deine letzte Chance. Er hat gesagt, dann bleibe ich ledig. Aber wisst ihr, lasst euch nicht erpressen. Da muss ein tiefer Friede und bei meinem Mann war es so, wir haben schon Seminare zusammengegeben und die Leute haben gesagt, wenn die zwei nur zusammenkommen könnten. Und das war für mich eine Bestätigung. Die spürten schon, jeder hat gespürt, wir gehören zusammen. Und es war eine Ehe, die wirklich auf Jesus fokussiert war. Wir haben uns schon vor der Ehe versprochen, dass Jesus nie eine Konkurrenz mit uns erleben wird. Er hat den ersten Platz in seinem Leben und in meinem Leben. Und ja, und es war eine sehr, sehr heilende Ehe, also für mich und für meinen Mann. Er hat, wisst ihr, in eine Ehe bringt jeder einen Rucksack mit aus der Vergangenheit. Und den abzubauen, da braucht man Geduld und Liebe und auch, wie soll ich sagen, einfach eine Hartnäckigkeit. Ich werde so lange beten, bis der andere frei wird von all dem, was er mitgebracht hat. Und es war am dritten Hochzeitstag, wir sind ausgegangen, jeden Hochzeitstag haben wir gefeiert. Und dann habe ich gesagt, du Herbert,
Was war das Schönste bis jetzt in unserer Ehe, sagte Maria, deine Gebete. Ich bin mit so viel Altlasten in diese Ehe eingegangen. Und wenn du nicht so gebetet hättest für mich, wären wir schon geschieden. Ich habe gespürt, wie Ketten von mir abfallen, Handschellen. Ich habe gespürt, wie ich frei wurde, wie von einem Panzer. Und die letzten drei Ehejahre waren die schönsten in unserem Leben. Und ich muss ehrlich sagen, das Beste war, dass wir nicht immer uns gegenseitig angeschaut haben, sondern miteinander in die gleiche Richtung geschaut haben. Und es war unser Ziel, Reich Gottes zu bauen. Es war unser Ziel, Menschen zu helfen. Wir haben ganz viele geistige Kinder gehabt, obwohl wir eben keine eigenen Kinder hatten, aber ganz viele durften wir helfen, durchzubrechen in ein Leben der Freude, des Friedens, der Kraft. Ja, also ich muss euch garantieren oder auch sagen oder euch empfehlen, bitte, bitte überlass diese Wahl Gott. Warte auf ihn. Warte auf ihn. Und schreib Gott einmal einen Brief. Was stellst du dir vor als Partner? Schreib alles hinein. Der Herr sagt, wir sollen unsere Sorgen auf ihn werfen. Und dann warte und lass den Herrn an dir arbeiten. Wisst ihr, ich habe alle Ehebücher gelesen, die am Markt waren. Der Kerl hat nicht so gespurt wie meine Bücher. Das war am Anfang sehr kompliziert. Und dann hat der Herr zu mir gesagt, ich will ein neues Ehebuch mit euch schreiben. Jede Ehe ist für mich ein Wunder. Wisst ihr, Ehe, zwei E und ein H, das sind zwei Egoisten, die mit dem Heiligen Geist zusammengeführt werden. Und je schneller dieser Prozess ist, je schneller wir miteinander in eine Einheit mit Gott finden, umso schneller wird die Ehe eine Harmonie und eine Erfahrung Himmel auf Erden. Aber es ist eine tägliche Investition. Ich habe viele Frauen in der Seelsorge gehabt, die geweint haben, weil sie keinen Mann hatten. Und dann haben wir gebetet, dann haben sie einen bekommen und haben sie weiter geweint, weil es nicht so war, wie sie sich vorgestellt haben. Eine Ehe ist eine tägliche Investition. Aber das Schöne ist, du darfst genau genießen, was du investierst. Und so, weißt du, und die Ehe, glaube ich, ist auch die Vorbereitung für unsere Ehe mit Jesus Christus, wo wir wirklich wissen, es gibt nur einen, dem wir treu sind. Es gibt nur einen, für den wir unser Auge haben. Und das ist Jesus Christus. Und je näher zwei Menschen in Jesus Christus sind, umso näher kommen sie auch zueinander. Ich vertraue, dass diese Worte euch geholfen haben. Gib nicht auf, denn Gott hat auch einen guten Weg für dich alleine. Wer nicht alleine leben kann, ist auch nicht fähig für die Ehe. Denn der will nur vom anderen fordern, dass er jetzt dein Leben praktisch lebt, mit dir lebt. Aber in einer guten Ehe sind nicht zwei Sauger, sondern zwei Geber, die sich gegenseitig segnen, die gegenseitig eine Bereicherung sind, die gegenseitig sich ergänzen. Und auf das zu warten, da braucht es Gott. Da hat er die beste Wahl für dich. So gib nicht auf, vertraue Gott. Aber in der Zwischenzeit sehe dich nicht als Versager. Wisst ihr, ich habe mit 47 geheiratet und bei den Familientreffen, die Verwandten, ja, was ist denn los mit ihr? Sie hat noch nicht einmal einen Freund. So schlecht schaut sie gar nicht aus. Ich hätte sie können auf die Wand klatschen. Ich habe mich so geärgert über diese Verwandten, die immer wieder wissen wollten, warum ich noch nicht verheiratet bin. Heute weiß ich, was ich hätte sagen müssen. Ich hätte sollen sagen, tut mir leid, Gott hat noch keinen gefunden, der für mich gut genug ist. Amen. Und das möchte ich dir auch jetzt raten. Verzweifle nicht. Das Beste dauert etwas länger wie das Gute. Und Gott hat für dich ein Gegenüber, das dich ergänzt. Und vor allem dieses Gegenüber ist Jesus Christus. Die Quelle unseres Lebens. Der Anfang und Vollender unseres Glaubens. Und ich vertraue, dass viele, viele Menschen, auch besonders in dieser Zeit, weil die Ehe reflektiert unsere Beziehung zu Gott. Viele Menschen lernen, in dieser Ehe Gott zu verherrlichen. Und
Und da vertraue ich, dass du durchhältst. Und dass du, wisst ihr, eine Scheidung ist nie eine Lösung. Denn davonlaufen, da kommst du nur dann in die nächste Situation mit noch mehr Problemen. Durchstehen. Bitten, wie kann ich hier eine Hilfe sein, um aus dieser Not herauszukommen. Ja, ich liebe Eheseminare, dann da arbeiten die zwei miteinander. Und ich vertraue, dass du, wenn du jetzt dieses YouTube hörst, dass du Mut bekommst zu warten, Gott zu vertrauen und ihm zu glauben. Aber in dazwischen jeden Tag zu leben, in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus. Shalom, shalom. So, und jetzt möchte ich euch noch einen Rat geben. Ich habe schon als junger Mensch mir wirklich Gedanken gemacht, wie weiß man, wer ist der richtige Partner. Und dann hat mir ein weiser Mann Gottes gesagt, wenn du an diesen Menschen und an Jesus gleichzeitig denken kannst und kein Zwischenraum ist, dann ist es der Richtige. Und das rate ich euch jetzt auch. Denk nur nicht, den werde ich verändern in der Ehe oder die werde ich verändern. Nein, das funktioniert nicht. Sondern warte, bis du im Herzen weißt, da ist eine Einheit. Ich kann an diesen Personen und an Jesus gleichzeitig denken und es ist kein Zwischenraum. Darf ich jetzt beten für dich? Vater im Himmel, du hast es in jedes Menschenherz gelegt, dass wir diese Einheit erfahren auf Erden. Es ist ein Vorgeschmack von Jesus und die Gemeinde. Und Vater, ich danke dir und preise dich, dass du uns das hohe Lied der Liebe gegeben hast, wo du so mit den Worten der Romantik über diese Liebesbeziehung und diese Sehnsucht füreinander sprichst. Und ich danke dir, Vater, dass du uns diese Fähigkeit gegeben hast, uns einem anderen Menschen total zu öffnen und eins zu werden auf eine Weise, wie es sonst nicht möglich ist. Und so bitte ich jetzt für alle, die zuhören, Vater, dass du ihnen einen tiefen Frieden gibst und eine Bereitschaft, dich an ihnen arbeiten zu lassen, vorbereiten zu lassen für den Menschen, den du für sie ausersehen hast auf dieser Welt. Das heißt sogar im Wort Gottes, wenn ein Mann eine Frau gefunden hat, dann hat er Wohlwollen bei Gott gefunden. Und ich bitte dich jetzt, Vater, dass du den Männern unserer Tage Wohlwollen schenkst, indem du ihnen göttliche Frauen schenkst. Frauen, die sie näher zu dir bringen. Frauen, die Position des Heiligen Geistes einnehmen. Und wirklich dem Mann eine Dimension öffnen, die sie alleine nicht erreichen konnten. Danke, danke, Vater. Ich bete um göttliche Ehen, um heilige Ehen, um romantische Ehen, um fruchtbare Ehen, um Ehen, die wirklich die Herrlichkeit Gottes auf Erden widerspiegeln. Und darum bitte ich dich von ganzem Herzen, Vater, dass aller Mist, der um die Ehe herum jetzt in unseren Tagen läuft, dass der von den Christen verschwindet und wir wirklich wieder zurückkommen zu dem Modell Mann und Frau. Denn es hat bestens funktioniert. Danke, Vater. Ich liebe dich, ich lobe dich, ich preise dich. Ich freue mich jetzt schon, Vater, über die Erneuerung von vielen, vielen Ehen, dass sie wirklich einen Vorgeschmack des Himmels bekommen auf Erden. Denn dafür hast du es uns gegeben, um fruchtbar zu sein und nicht furchtbar. Danke, Vater. Segne die Ehen, die jetzt dieses Tonband hören, aber auch die Menschen, die zuhören. Und gib ihnen die Gnade zu warten auf das Beste. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.